Hi, hier ist Yannick. Ich bin Student an der Macromedia, Standort Hamburg. Ich studiere Musikmanagement und verbringe mein Auslandssemester, mein drittes Semester, in San Diego in Kalifornien und werde dann hier von September bis Dezember an der National University studieren. Ich bin am 12. August angekommen und habe erstmal in Downtown gelebt, in einem Hostel, Lucky D's Hostel heißt das genau zu sein, im Gaslamp-Viertel. War eine sehr coole Erfahrung. Das Hostel war sehr, sehr urig und überall hingen Bilder von den Beatles und den Rolling Stones. Da ich direkt in Downtown gelebt habe, hatte ich es auch nicht weit zum Pier. Wie ihr jetzt schon seht, war ich häufiger da, habe mir auch die USS Midway, den Flugzeugträger, angeguckt. Und dann sind nach und nach Kommilitonen von mir angekommen, bis wir dann Mittwoch, den 23. August, unseren Orientierungstag hatten. Da wurde uns einmal die komplette Uni gezeigt. Zwei Polizisten waren da, die nochmal gesagt haben, wie man sich hier in Kalifornien verhält und was man besser lassen sollte. War eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht, die Uni sieht gut aus. Am 5. September geht es dann los mit dem Studium. Ich bin da gespannt. Am Abend des Orientierungstages haben wir uns dann ein Auto gemietet, damit wir hier allgemein flexibler sind und waren dann schon die Tage am Pacific Beach und sind dann Samstag endlich, also Samstag, den 26., im Karma Housing eingecheckt, in unserem Heim sozusagen für die nächsten 4 Monate. Sieht sehr gut aus hier, das Zimmer ist gemütlich, wir haben einen Blick auf den Pool. Und den nächsten Monat wollen wir dann mal die Nationalparks hier in der Nähe abklappern, wie den Yosemite Park oder den Joshua Tree Park, und mal gucken, was die Uni so bringt.